Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem aktuellen Einsteiger-Tutorial für Deep Rock Galactic. Fühlt euch bitte angesprochen, wenn ihr keine Ahnung habt vom ganzen Titel oder so nach 20, 30 Stunden gezielt nach Verbesserungsmöglichkeiten sucht, um mehr Spaß am Teamplay hier auf Hoxes 4 zu haben. Im Video jetzt geht's vor allem um die vier Klassen, um Teamplay-Möglichkeiten und der eine oder andere Trick für die eine oder andere Mission. Bevor wir aber über die Klassen und vor allem die Waffen dabei sprechen, muss ich betonen, dass das hier alles persönliche Favoriten sind. Denn DRG ist nicht mehr das gleiche Spiel wie vor ein paar Jahren. Die Möglichkeiten hier sind inzwischen enorm. Und sowas wie richtig und falsch gibt es kaum noch. Ich will das Video allerdings jetzt nicht doppelt so lang machen wie nötig, indem wir über alle möglichen Waffen reden und deren Konfiguration, sondern nur über die, die ich für am sinnvollsten halte. Wer da jetzt ins Detail gehen will, dem kann ich hier diese Wiki-Seite empfehlen. Link in der Beschreibung, da ist alles im Detail aufgeführt. Alright, fangen wir an mit der beliebtesten Klasse, dem Scout. Beliebt deswegen, weil äußerst mobil und dadurch unabhängig vom Rest der Mannschaft. Das ist offenbar vielen Leuten, zumindest im Public-Bereich, wichtig. Der Name ist vor allem deshalb gerechtfertigt, weil wir die einzige Klasse sind, die mal richtig Licht in die Bude bringen kann. Und deswegen mein Tipp, die Flare Gun so gestalten, dass man maximal Munition bei möglichst langer Brenndauer hat. Weiter sieht so mein Grappling Hook aus, haben wahrscheinlich die meisten so. Und in Sachen Granaten sind die gegnerverlangsamenden IFGs definitiv nützlicher für das Team als die Kryogranaten. Besonders wenn wir Engpässe haben, zum Beispiel in der Drilldozer-Mission oder hier bei selbstgemachten Engpässen. Waffentechnisch kann ich empfehlen, den Scout auf Stufe 20 zu prügeln, um so den Plasma-Karabiner freizuschalten, denn der ist wunderbar präzise auf größere Entfernung und ich habe ihn dabei so konfiguriert. Alternativ das M1, da schwören ja auch viele drauf, ist sozusagen der Klassiker, ebenso wie der Granatwerfer, da gibt es auch einige sinnvolle Builds, die gut sind, aber dann verzichtet man eben auf Reichweite. Beim Scout halte ich die Primärwaffe für Geschmackssache. Bei der Pistole würde ich auf jeden Fall die Sukhov nehmen. Die frisst zwar eine Menge Munition, aber ist im Nahkampf besonders gegen Horden sinnvoller als die Shotgun. Ist vielleicht diskussionswürdig, aber trotz all dieser Tipps muss man sagen, der Scout ist im Kampf eher schwach aufgestellt. Er kann zwar genauso viel einstecken wie die anderen, aber nicht so gut austeilen, besonders gegen größere Gegnerhorden. Und dennoch ist keine andere Klasse so gut darin, andere schnell wiederzubeleben, denn dank Grappling Hook geht das sehr zügig, gut und vor allem überall. Der Scout ist dabei vor allem nützlich, wenn man schwer erreichbare Ressourcen einsacken will und darauf sollten wir uns dann auch konzentrieren. Einen guten Spieler erkennt man immer daran, dass er von allen am Ende die meisten Ressourcen gesammelt hat und daran, dass er daran denkt, die Höhlen mit der Flare Gun regelmäßig auszuleuchten, wenn die anderen dabei sind und dann wissen, wo alles zu finden ist. Bitte macht als Scout keine Einzelgänge, das machen Anfänger eigentlich am liebsten und dann sterben sie irgendwo fernab ihres Stammes, sind schwer für das Team zu erreichen und man kann in der Zeit dann eben auch nicht nach Erz buddeln, das ist dann also doppelt ärgerlich. Einfach beim Team oder zumindest beim Engineer bleiben und der Rest ergibt sich. Und ja, das ist die zweitbeliebteste Klasse im Spiel. Als Engineer ist man technisch gesehen eine Support-Klasse, aber er kann auch mächtig austeilen. Und wenn er es richtig anstellt, dann hat er auch die meisten Kills nach einem Einsatz gesammelt und das Team spürbar unterstützt. Wir können ja Plattformen bauen und ich behaupte mal, je mehr, desto besser. Deswegen sieht meine Plattform-Gun so aus. Es gibt noch die alternative Konfiguration, wo die Gegner nicht über die Plattformen krabbeln. Und da muss man vielleicht abschätzen, ob man gerne Bunker baut oder nicht. Und in Sachen Feuerkraft würde ich auf zwei Türme setzen, denn die machen zusammengerechnet mehr Schaden als eine alleine. Dauert dann aber eben natürlich länger, sie aufzubauen. Bei den Granaten halte ich den tanzenden Zwerg hier für die mit am Abstand sinnvollste Variante, denn Gegner zu binden und dem Team so eine kleine Verschnaufpause zu geben, das kann manchmal den Unterschied ausmachen, besonders auf Hazard 4 oder 5. In Sachen Bewaffnung muss es hier definitiv der Breach Cutter sein, an den glaube ich ganz besonders. Gedrillt auf maximale DPS, so wie hier, dann schafft man damit die großen Viecher in wenigen Sekunden ab und das macht uns tatsächlich zu einem ebenbürtigen Kampfzwerg hier unter Tage. Als Primärwaffe auf jeden Fall Stubby, damit kann man das meiste Insektenzeug schnell loswerden. Ich meine, das neue Smart Rifle ist sicher auch ganz nett, aber der Munitionsbedarf hier ist weit abseits von Gut und Böse. Und wenn wir schon mit dem Breach Cutter unterwegs sind, wo wir halt kaum schießen können, dann ist Stubby halt da die wesentlich sinnvollere Ergänzung.
In Sachen Gameplay ist der Engineer tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller als die anderen Klassen. Also anders gesagt, kann es hier einen riesigen Unterschied ausmachen, ob man die Fertigkeiten nutzt oder eben nicht. Ich habe da alles schon gesehen. Also Zwerge, die weder Plattformen noch Geschütztürme bauen wollten oder eben solche, die an alles dachten. Einfach machen ist da meine Devise. Die richtigen Stellen für die Plattform sind vor allem Ressourcen an der Wand, da ballert man eine drunter und dann setzt man noch einen Marker, damit der hoffentlich aufmerksame Scout Bescheid weiß und da hinspringen kann. Oder wir bauen Treppen mit den Dingern. Wenn man diese beiden Sachen jetzt hier kann und macht, ist das für den Anfang schon voll ausreichend. Als nächstes der Gunner, gewissermaßen der Escort-Service hier unter Tage, und den kann man eben auch ruhig aussehen lassen wie so einen schlecht gelaunten Space Marine, weil wir eben dabei sind auszuteilen. Die Ziplines, die wir schießen können, sind leider etwas unbeliebt, weil sie so langsam sind, aber nichtsdestotrotz würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass man sie an einen möglichst steilen Winkel abschießen kann. Die wahre Superkraft ist aber unser Unsterblichkeitsschild hier. Meine Konfiguration zielt dabei auf maximale Größe und Dauer ab, so dass das ganze Team im Notfall darunter ein paar Sekunden Unterschlupf findet und eine kurze Verschnaufpause bekommt. Sehr sinnvoll, habt ihr sicherlich schon gesehen, ist das Schild übrigens dann, wenn wir jemanden wiederbeleben müssen und dazu das Teil dann schnell auf die Leiche werfen und dann den Kollegen ungestört wieder hochholen können. Waffenkonfigurationstechnisch, schönes Wort, fahre ich den Gunner übrigens zweigleisig, nämlich einmal auf Flächenschaden mit dem Raketenwerfer und einmal Präzisionsschmerz mit der Minigun. Der Werfer ist dabei so gestaltet, mit der Konfiguration hier, dass man zwar keinen Dreadnought damit wirklich klein kriegt, aber gegen die alltäglichen Horden hier auf Hoxes reicht es allemal aus. Der Overclock ist natürlich immer Glückssache, ob man ihn jetzt findet oder ob er zum Spielstil passt, aber das Teil hier, Fragmentation Missiles, ist auf jeden Fall gut geeignet. Was Besseres habe ich halt nicht. Die andere Konfiguration läuft mit der Minigun und nehme ich immer dann mit, wenn wir es mit den Godzilla-Käfern hier zu tun kriegen und es hässlich werden wird. Maximaler Schaden an Panzerung, geringe Spin-Up-Zeit, das funktioniert alles wunderbar und ein brauchbarer Overclock war auch irgendwann dabei. Als Pistole ist bei den beiden die BRT-7 dabei, nutze ich aber tatsächlich eher selten, also wenn die Muni der Hauptwaffe knapp ist oder die Dinger überhitzt sind. Ich habe tatsächlich noch keine wirklich gute Konfiguration oder Overclock hier gefunden, mit der alles wirklich so rund laufen würde, aber vielleicht tut sich da noch was auf. In Sachen Handgranaten halte ich mich an das, was Alfred Bruce Wayne gesagt hat, nämlich: Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Und da sind die Incendiary-Granaten perfekt für alle geeignet, die ihre Käfer schön knusprig mögen. Zum Abschluss hier der Driller, die mit Abstand unbeliebteste Klasse, hat halt weniger gute Waffen, weniger gute Goodies, die das Leben einfacher machen und stattdessen nur mächtige Sprengladungen, aber dafür viel zu weniger, als dass sie wirklich Spiele entscheiden werden. Ich habe die Satchel Charges dabei auf maximale Entfernung eingestellt, damit sie hier in diesen Dozer-Missionen zumindest was reißen können. Und die Power Drills, mit denen wir uns durch die Berge fressen, sind dabei so eingestellt. Das hat aber wohl jeder, denke ich, der jetzt keine Käfer damit quälen will. Das kann man nämlich viel gediegener hier mit der Creo Cannon machen, an der ich lange rumgeschraubt habe, bis ich mit der Konfiguration hier einigermaßen zufrieden war. Die Herausforderung dabei ist, dass wir möglichst große Viecher möglichst schnell einfrieren wollen, ohne dass uns das Gerät dabei um die Ohren fliegt. Und zumindest mit diesem Overclock hier ist das machbar, zumindest auf Hazard 4. Die Cryo Cannon ist dabei vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden für das Team von Interesse, weil wir dadurch eben enorm Munition sparen können, wenn man es richtig anwendet. Und wer schon mal erlebt hat, wie man ohne Munition Käfer platt machen soll, der weiß, was ich meine. Als Alternativkonfiguration, wenn Feuer sinnvoller ist, laufe ich mit dem guten alten Flammenwerfer durch die Gegend hier in diesem Mix aus Schaden und Munition. Was die Granaten dabei angeht, weiß ich, dass viele gerne die Wurfäxte einstecken. Besonders gegen Dreadnoughts sind sie ja sehr sinnvoll, wenn man da viel Schaden in kurzer Zeit austeilen muss. Aber ich mag tatsächlich mehr die HE-Granaten, besonders weil sie panzerbrechend sind und Flächenschaden machen. Flächenschaden ist immer gut. Auf der anderen Seite, muss ich jetzt zugeben, kann man die Äxte auch wieder einsammeln. Und so beispielsweise mehr als 8 auf einmal haben, indem man sie wieder einsammelt, nachdem man sie weggeworfen hat und dazwischen neue Munition aufnimmt. Kleiner Tipp. Die Pistole vom Driller nutzen einige tatsächlich zum Ressourcenscheffeln. Ich ziehe es vor, mit ihr ganz einfach klasse Schaden zu machen, besonders auf größere Entfernung, wenn es geht. Deswegen habe ich meinen Plasma-Werfer hier so eingestellt und spiele ihn ganz easy mit Einzelschuss.
funktioniert ganz gut, auch wenn mir da noch ein schicker Overclock fehlt, der das Gerät abrunden würde. Bei allen Klassen würde ich bei der Rüstung grundsätzlich mehr Stauraum für Mineralien bereithalten, aber ich habe auch eine recht lootwütige Grundeinstellung. Also sind vielleicht andere Leute eher interessiert an einer schnelleren Schildladerate und mehr Lebenspunkten bzw. Unsterblichkeit nach dem Revive. Das sind alles keine verkehrten Sachen. So, zu den Perks jetzt. Da kann ich einiges zu sagen. Und zwar haben mit Ausnahme des Gunners alle Zwerge bei mir den Perk Deep Pockets. Wer mehr looten kann, der kann eben mehr looten. Der Gunner hat an dieser Stelle Thorns, mit dem eben diese kleinen Bugs von alleine platzen, auch eine nützliche Fähigkeit. Also dieser Kerl ist eben voll auf Kampf gedrillt und nichts anderes. Als nächstes haben alle Klassen mit Ausnahme des Scouts den Perk Vampire, was äußerst nützlich ist, wenn Lebensenergie knapp ist und jedes bisschen zählt. Besonders effektiv in Kombination mit dem Power Attack, der alle 10 Sekunden ausgeführt werden kann. Ich als Scout bin eigentlich dann nur im Nahkampf, wenn man es nicht vermeiden kann. Deswegen habe ich an dieser Stelle Sweet Tooth gewählt, weil eben keine andere Klasse wie wir so leicht an den roten Zucker herankommen kann und wir dann eben davon mehr profitieren können. Die restlichen passiven, also pinken Perks, sind mehr oder weniger dann für die jeweilige Klasse, Waffenkonfiguration und Spielweise angepasst. Ich halte es für mehr oder weniger sinnvoll, hier völlig frei zu wählen, was man mag. Grundsätzlich sind Thorns oder Three Twos eben schon sehr sinnvoll. Einige Spieler, die gerne durchrushen, wählen noch Second Wind dazu. Andere wiederum sind sehr statisch und bewegen sich eher wenig und wählen dann Veteran Depositor. Das ist auch eine ziemlich nützliche Eigenschaft, wenn man eben neben Molly 30% weniger Schaden bekommt. Das ist insbesondere für den Engineer ein gutes Feature, weil man beispielsweise 2 Geschütztürme aufbauen kann. In der Mitte platziert man den Muli, stellt sich dann drauf, kann so die Kanonen überwachen und Munition nachliefern und ist dann eben richtig gut geschützt. Ist nur eine Idee, also die passiven Perks sind vom Spiel alle gut gemacht. Fast alle haben irgendwo einen Sinn. Bei den aktiven Türkisen-Perks sind fast alle Zwerge hier gleich. Und zwar habe ich Beastmaster und Shieldlink eingestellt. Beastmaster haben recht viele Spieler freigeschaltet, ist relativ teuer und bekommt man erst spät im Skillbaum. Aber ist eine unglaublich nützliche Eigenschaft im Spiel, wo man dann einen dieser Grunts hier bezirzen und für sich spielen lassen kann. Einige Spieler mögen das nicht, weil sie am liebsten auf alle vierbeinigen Kreaturen ballern wollen. Da habe ich mich auch lange zugezählt. Aber das Beste ist eben an dieser Fähigkeit, dass Stevie dann eben auch Gegner bindet. Also je weniger Bugs in Extremsituationen an uns ran wollen, desto besser. Und wenn dann eben 4 Zwerge nochmal 4 Freunde mitbringen, dann ist das schon einiges wert. Bei den Grunts haben wir dann die Auswahl aus diesen 3 Kerlchen hier. Am besten natürlich der Glyphid Grunt Guard. Macht am meisten Schaden und hält am meisten aus, ist aber relativ selten. Dahinter der Slasher, hat nur halb so viele Lebenspunkte. Und bevor man eben ganz ohne Unterstützung spielt, kann man vielleicht noch einen ganz normalen Grunt überzeugen und nach 5 Minuten wieder auswechseln, weil das eben die Downtime dieser tollen Fähigkeit ist. Und wichtig, vergesst nicht, Stevie regelmäßig zu streicheln. Ja, nicht lachen. Hier unten bekommen die Käfer nicht so viel Liebe, die brauchen das hin und wieder. Die zweite aktive Fähigkeit sehe ich tatsächlich ziemlich selten, aber der Shieldlink ist im Verbund mit anderen Zwergen äußerst sinnvoll. Denn nicht nur wir selbst profitieren davon, sondern auch der andere Zwerg eben. Und man kann ihn dann noch weiter verstärken für 30 Sekunden, also vor einem wichtigen Kampf die Fähigkeit aktivieren und dann wird der Schild des befreundeten Zwergs mit 300% übertaktet gewissermaßen. Der Einzige, der diese Fähigkeit bei mir jetzt nicht hat und der dann darauf angewiesen ist, dass die anderen Teamkollegen mitdenken, ist bei mir der Gunner. Der ist hier wieder voll auf Kampf gedrillt und hat tatsächlich die Fähigkeit Wiederbelebung, denn der Tier 6 Perk Ironville, den man also relativ schnell bekommen und hochskillen kann, der kann ein ganzes Match verändern. Wenn alle tot sind, wenn gar nichts mehr geht, raffen wir uns noch einmal hoch, beleben jemanden wieder und schauen mal, ob wir dann doch noch gewinnen können. Ich habe es deswegen nur beim Gunner eingerichtet, weil er eben noch seinen Schutzschild hat, den wir nutzen können, damit unser frisch wiederbelebter Kumpel uns dann vielleicht dann auch gleich wiederbeleben kann, wenn er mitdenkt. Also quasi Schach, wo man 3 Züge im Voraus plant. Von den anderen aktiven Fähigkeiten finde ich tatsächlich keine einzige so gut wie die beiden anderen jetzt. Einige schwören auf Field Medic, andere wiederum nehmen als Scout gerne den Heightened Senses Perk gegen die Leecher mit, aber naja, kann jeder für sich selbst entscheiden. In jedem Fall sollte man den Perk freischalten, wo man einen zusätzlichen Perk bekommt. Aber das ist bei mir die Kategorie, versteht sich von selbst. Okay, ihr Grünzwerge, kommen wir jetzt zum Teamplay oder allgemein besser gesagt zum guten Teamplay in Deep Rock Galactic. Das Wichtigste dabei, wenn euch ein Zwerg grüßt,
dann grüßt man zurück. Wir sind hier keine haarige und wilde Bande aus Hobos, sondern kulturell etablierte Zwerge mit einer edlen Profession. Wenn das verstanden ist, läuft der Rest von ganz allein. Zum Beispiel Markierung setzen tun viele Spieler nicht, ist aber eine der nützlichsten Sachen hier im Spiel. Besonders bei zwei Gelegenheiten. Erstens, wenn man Ressourcen sieht und den Engineer darauf aufmerksam machen will, dass man da gern eine Plattform hätte, markiert man das. Zweitens, beim Rückzug zum Tunnelbohrer am Ende jeder Mission gräbt der Driller manchmal seinen eigenen Weg. Das ist eben schneller und ungefährlicher als die offizielle Route. Und wenn man dann als Driller eben kurz vorher einen Marker setzt, dann wissen die anderen Spieler, in welchen Tunnel sie jetzt laufen müssen. Drittens, wenn man einen Dreadnought markiert, scheint seine Silhouette auch durch den Boden durch. Das kann manchmal sehr sinnvoll sein, wenn man die Viecher verfolgen will oder in diesem Fall andere große Gegner. Als nächstes Munition. In Deep Rock Galactic ist sie grundsätzlich ja immer Mangelware, besonders wenn die Leute keine Lust hatten, Nitra zu sammeln. Deshalb gilt, immer nur einmal Munition nehmen und wenn man keine Munition braucht und das Team will sich weiter bewegen, einfach kurz anhalten, die Balken checken bei den anderen, wer am wenigsten Munition hat und dem das dann ganz konkret mit Namen anbieten. Das schafft Verbindung, ist nett und auch nützlich für das ganze Team. Das andere Extrem, man hat Nitra im Überfluss, nimmt den letzten Munitionsbatzen auf und dann bestellt man gleich die nächste Kiste. Dann muss der nächste nicht so lange warten. Außerdem gehört zum guten Ton, besonders auf Hazard 4 und 5, wenn man vor Schlüsselmomenten, wo man einen Knopf drückt und oder andere Sachen hat und dann die Hölle losbricht, dass man erstens diesen Knopf nur dann drückt, wenn man der Host des Spiels ist und auch nur dann, wenn man kurz im Chat gefragt hat, ob alle bereit sind, so wie hier. Ja, ich weiß, manchmal will man einfach nur schnell durch und das Assignment fertig kriegen und zur Freundin fahren und was weiß ich. Aber ich habe das ganze Team sterben sehen, mehr als einmal, weil jemand nicht 20 Sekunden warten wollte und dann einfach den Schwarm bestellt hat, ohne dass man vorher das Schlachtfeld vorbereitet hat oder so wie hier die Geschütztürme aufbauen konnte. Das ist nicht so toll. Apropos Vorbereitung. Sie ist in diesem Spiel wesentlich wichtiger, als es jetzt auf den ersten Blick so aussieht. Denkt als fortgeschrittene Amateure einfach daran, dass man immer einen Blick auf das Buffbier am Anfang werfen sollte. Besonders die Varianten, wo es mehr Gold gibt oder wo jeder Schlag mit der Spitzhacke einen Block direkt raushaut. Sie sind in aller Regel ihren Preis wert und die Leute freuen sich drüber. Und Vorbereitung im Spiel ist besonders für zwei Klassen besonders wichtig. Der Driller kann nicht einfach nur Tunnel bohren, sondern sollte in bestimmten Missionen dem Team etwas Freiraum freischaufeln. Besonders bei der Salvage Operation, wo man rund um den Dropport hier diverse Arbeiten verrichten muss, empfiehlt es sich hier einen richtig guten deutschen Bunker zu machen. Man gräbt sich tief in den Felsen, macht den ganzen Platz hier rund um das Terminal frei und als Engineer baut man dann idealerweise noch so ein paar Plattformen darüber und am besten das Ganze mit dem Repellent Additive Feature, bei der die Käfer diese Plattformen vermeiden wollen. Und auf diese Weise kann das Krabbelzeug nur aus einem Winkel von etwa 100 Grad auf uns zusteuern. Und das macht die Sache dann schon so viel leichter, als wenn man gar nichts getan hätte. Es gibt noch einen Haufen anderer, kleinerer Möglichkeiten, das Gelände zu seinem Vorteil zu nutzen, also Brücken bauen oder solche Sachen. Ganz allgemein wie in jedem Videospiel und auch in der Realität macht es Sinn, dass man den Gegner aus einer Richtung her bekämpfen kann, Engpässe baut, bastelt und dabei sich noch Platz zum Manövrieren lässt. Also mit dem Rücken zur Wand auf offener Fläche zu kämpfen, das ist schon einiges wert. Auf Hazard 4 und vor allem 5 ist der Kampf gegen die Dreadnoughts ohne das Gelände einzuebnen schwer bis manchmal unmöglich. Also nehmt euch die 1-2 Minuten, die das eben dauert, das ganze Gestrüpp, die ganzen überstehenden Felsfragmente und so weiter wegzuschaffen, wenn ihr anfangen wollt zu kämpfen. Es macht den Unterschied schlechthin bei Elimination-Missionen, dass man das richtige Schlachtfeld wählt, es vorbereitet und dafür den Driller mitnimmt und dann die Monster relativ einfach umlaufen kann, um ihre Schwachstellen stets anzugreifen. Als Engineer das Gelände zu kennen und zu wissen, wie der Feind sich bewegen wird, ist Gold wert. Also ein erfahrener Ingenieur ist schon einiges wert. Nicht ohne Grund hat diese Klasse häufig die meisten Abschüsse dank seiner zwei Kanonen. Das sind meine Vorschläge jetzt hier, wie man sie aufstellt. Bei Salvage-Operationen eine links und eine rechts vom Bunker, jeweils mit Blick auf den Bunker. Das ist erstmal kontraintuitiv, aber macht Sinn, weil so die Dinger immer ein freies Schussfeld haben, wir ihnen nicht im Weg stehen
und wir sie so immer noch einfach mit Munition versorgen können, wenn das nötig sein sollte. Bei der Dozer-Mission stelle ich gerne eine Plattform in den Gang und baue die Kanonen daneben auf, und zwar mit Richtung zu Doretta, damit die Kanonen die ganze Zeit feuern können. Steht der Drill-Dozer, dann mache ich es ähnlich wie beim Bunker und richte die beiden Kanonen jeweils so aus, dass sie auf die Bugs schießen können, sobald sie die Maschine erreicht haben. Solange die Geräte dabei Munition haben, weiß ich, dass das Fahrzeug dann in Sicherheit ist und man kann in Ruhe woanders arbeiten. Bei einem Standardschwarm stelle ich sie meistens ganz dicht beisammen hin, damit es nicht zu lange dauert, sie aufzubauen oder mit Muni zu versorgen und sie so trotzdem größere Gegner schneller gleichzeitig zerstören können. Ganz allgemein würde ich empfehlen, im Spiel Fähigkeiten zu verwenden, die dem Team nützen, statt einem selbst. Die Entwickler sind Koop-Fanatiker, sie lieben Koop-Gameplay, entsprechend mächtig haben sie diese Fähigkeiten dann gemacht, wenn man denn richtig spielt, wenn man zusammenbleibt. Beispielsweise der aktive Perk Shieldlink, die Cryo-Gun des Drillers, der Schutzschild des Gunners und so weiter und so fort. Das sind alles Beispiele für sehr mächtige Waffen oder Gegenstände im Spiel, die aber auf die richtige Gelegenheit warten müssen. Ab Hazard 4 aufwärts sollte man sich nur noch dann trennen, wenn man die Mission kennt. Ansonsten bleibt immer als Anfänger neben dem Host einer Session, der weiß in der Regel Bescheid und freut sich über die Gesellschaft. Oder alternativ, man bildet die guten alten Buddy-Teams. Das ist jetzt in diesem Spiel der Engineer und der Scout, die ergänzen sich wunderbar. Und als Kampfduo der Gunner und Driller, die machen alles platt. Man kann sich in diesem Spiel zwar gut aufteilen und jeder sammelt dann irgendwo was oder tötet irgendwie vor sich hin, aber man muss bei einem Schwarm immer zum Engineer zurückkommen, denn der muss ja die Geschütze irgendwo aufbauen und wo die Geschütze sind, wird auch immer gekämpft. Das ist ungeschriebenes Zwergengesetz. Ebenso ungeschrieben ist die Grundregel, dass es zwar irgendwann keinen Sinn mehr macht, die Charaktere weiter zu leveln, aber es gibt ja als Promotion, Bronze, Silber, Gold und so weiter. Aber einige Leute erwarten beispielsweise Silber, bevor sie mit anderen zusammenspielen. Erst dachte ich, dass das ziemlich anfängerfeindlich in diesem ansonsten anfängerfreundlichen Spiel ist. Aber nach einigen Stunden habe ich die Meinung geändert und erkannt, dass je mehr Erfahrung man im Spiel hat und das dann auch zeigen kann, desto mehr Spaß machen die sehr anspruchsvollen Hazard 5 oder Elite Deep Dives, wenn da Leute dabei sind, die nicht nur ihre eigene Klasse auswendig kennen, sondern auch genau wissen, was der andere kann. Erfahrung in diesem Spiel heißt übrigens vor allem, dass man nicht stirbt. Und nicht sterben tut man dadurch, dass man den Gegnern davonrennt, wenn es nicht anders geht. Also fangt an zu springen, zu laufen, das ist tatsächlich hier sehr sinnvoll. Schwere Gegenstände kann man schneller transportieren, indem man sie vor sich hinwirft, aufnimmt und wieder wirft und so weiter. Absolut wichtig ist auch, dass man einfach schreibt, Leecher, wenn man von diesen elendigen Höhlengrabschern erledigt wurde und das restliche Team nicht auch noch in die Falle stolpern soll. Zu guter Letzt noch ein kleiner Tipp zu den Deep Dives, die man ja erst machen kann, wenn man einen Zwerg befördert hat. Verschwendet bitte kein bisschen Nitra oder Munition, denn man nimmt ja alles in die nächste Mission mit und in der Regel weiß man nicht, wie schlimm es dort wird, weil das Management einen wieder angelogen hat. Also schön sparsam sein, im Fall der Fälle auf das Gold verzichten und lieber nur Nitra sammeln. Ich denke, das waren jetzt so die wichtigsten und nicht trivialsten Tipps und Tricks, die mir eingefallen sind. Also ich meine, dass man jetzt auf die leuchtenden Schwachstellen der Gegner schießt oder dass man andere Zwerge nicht einfach so abknallt, ist, denke ich mal, die Kategorie versteht sich von selbst. Und damit entlasse ich euch in eines der besten Koop-Spiele zur Zeit. Wer nicht nur an sich denkt, im Team bleibt, sich gegenseitig unterstützt und seine eigene Klasse halbwegs kennt, der kann einfach nur Spaß haben und reich werden. In diesem Sinne, viel Spaß, Leute. Macht's gut. Ciao. Get ready! Let's show them some pain! Stone and rock! Oh, wait. Give me some sugar. Rock and stone! Yeah! Go, go, go!